So Leute, wir sind zurück mit einer neuen Watch Party und wir gucken einen Film, den André zum ersten Mal schaut. Er kennt nicht den Twist. Außerdem haben ja einige von euch geschrieben, wir sollen auch mal was Gutes gucken. Wir haben natürlich auch Bock auf gute Filme. Deswegen schreibt mal gerne auch in die Kommentare, was wir noch so an geilen Filmen gucken können. Wir gucken auch weiter Trash, das bleibt auch noch. Deswegen gibt es jetzt diesmal aber auch kein Urteil. Also weil, was sollen wir über Fight Club urteilen, ob der jetzt übelst scheiße ist oder nicht. Also der kommt ja auf jeden Fall nicht in den Knast, außer André findet den ich hab ganz, den Twist vielleicht mehr nicht verstanden. wir zählen ein paar Penisse und gucken den Film. André weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe immer Angst, dass ich am Anfang nicht genug aufpasse und dann irgendwie alles verpasse. Willst du vielleicht einen Notizblock? Oh, ich habe Angst, dass ich den nicht verstehe. So, kannst du dich damit identifizieren? Schön Ikea vollbauen, die Wohnung. Ja. Ich wundere mich, warum ich den nie gesehen habe. Ich glaube, ich fand ihn immer scheiße wegen Fight so. Also, ich glaube, irgendwann war die Zeit einfach. Ich glaube, zu der Zeit habe ich anderes gemacht. Und irgendwann war die Zeit vorbei, dass ich alte Filme geguckt habe. Über 25 Jahre. Ich glaube, das ist so ein klassischer Kabel 1-Film. Ja. Deswegen habe ich Kabel 1 habe ich nie geguckt. Deswegen. Ja, der Film ist von David Fincher, den kennst du auch. Fincher? Ja, doch, 7 hat er gemacht, Manhunter. Das ist auch eine seltsame Reihenfolge, die ich gerade aufgezählt habe. Gone Girl finde ich gut. Wir waren früher, wenn wir in der Videothek waren, dann durften wir uns immer zwei Sachen aussuchen. Dann haben sich meine älteren Brüder was ausgesucht und meine jüngeren ich. Und das war dann immer der, den sich meine älteren Geschwister ausgesucht haben. Und deswegen habe ich den, glaube ich, auch viel zu früh gesehen. Ich habe ihn sehr spät erst gesehen. Ist das Alkoholiker oder was? Nee, die haben Hodenkrebs. Ja. Hodenkrebs? Entschuldigung, oh Gott. Bitte schneid das raus. Das mache ich jetzt dreimal rein. Woher kenne ich den Schauspieler? Edward Norton? Ja. Der wohnt hier. Nee, aber ich habe den schon mal gesehen, glaube ich, irgendwo im Film. Ja, ja. American History X, Glass Onion, den letzten Knives Out Film. Das war, glaube ich, der letzte, den er gemacht hat. Guck mal, den habe ich gesehen. Ja. Also, er geht jetzt immer in irgendwelche Selbsthilfegruppen und sowas, wo es den Leuten schlecht geht, damit er irgendwas damit er was fühlt. Ja. Weil sein Leben so langweilig ist. Mit Ikea und Konsum. Okay, und bla bla. Immer wieder daily gleiche Scheiße auf der Arbeit. Mhm. Oh, der kann ja reden. Iconic hier. Was mit der schmückenden Frau? Oh, schmeckt das gut. Oh, Mann. Das ist so ein Film, muss man aufpassen, ne? Oder? Voll. Und wenn du jetzt eine Sache schon verpasst hast, dann müssen wir eigentlich nochmal zurückspulen. Ja, dann müssen wir nochmal zurückspulen. Was? Fickt er die jetzt? Nee. Mal was diese Alte, die ihn da nervt. Die da gerade in den Club der Hodenfreien kam. Die dasselbe macht Club wie er. Hodenfreien. Die. Ja. Der Club der toten Hoden. Ja, ach komm. Die findet, also was ich neck, das liebt sich, ne? Die findet sie doch bestimmt gut. Ich fand früher solche Waschsalons so cool. Einfach nur, weil es gefühlt in jedem Film aus dieser Zeit war. Ja, und da geht man mal in einen echten und sitzt dann nicht so. Oh, langweilig, ey. Ich war noch nie in einem echten Waschsalon. Nee? Nie. Aber. Aber in einem unechten? Ja. Die auf der Karte angeführten Aufgaben zu erfüllen. Ach, da ist er. Brad Pitt. Hier, Tyler ist aufgetaucht. Tyler Durden. Durden? Dödel. Tyler Durden. Richtig nervig so verkabelt. Ja, das war's mit dem IKEA-Lifestyle. Da ist was explodiert. Oh. Deswegen habe ich keinen Gasherd. Das glauben Sie mir nie. Ich finde es ganz komisch, wenn Leute so eine Aversion gegen Telefonieren haben. Also gegen so ein. Gott, ich kann nicht ans Telefon gehen, wenn jemand anruft. Weil er gerade meinte, er geht grundsätzlich nicht ans Telefon. Wenn du dir Möbel kaufst. André geht auch nicht ran. Weil ja, ihr seid laut, beide letztens nicht weil rangegangen. Weil ich auf lautlos habe. Als ich euch angerufen beim Sport. André hat. Weiß ich nicht. Wieder in der Nase. Ich habe gesagt, nach der Arbeit will ich nichts mit denen zu tun haben. Habe ich gekocht. Vor Wut. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Ja, natürlich. Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Hm? Kommt der denn jetzt? Tyler war ein Nachtmensch. Hä? Während wir anderen schliefen, war er noch. Da war ja. War das der von Brad Pitt? Dreh kurz Tylers Beitrag. Sollte damals mal Pornos schneiden. Ja? Ja, ich glaube, das war von der Agentur wirklich. Die haben mich verwiesen an ein Porno-Label. In Degeling sollte ich den Porno schneiden.
Aber hast abgelehnt. Habe ich abgelehnt. Wäre vielleicht mal ganz spannend gewesen, aber ich glaube, den ist man, glaube ich, durch. So nach Schema F. Ich glaube, du stumpfst da richtig ab. Ja, ja. Ich glaube, das ist nicht gut für die Psyche, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Weißt du über dich, wenn du dich nie geprügelt hast? Und dann dürftest du, glaube ich, nie im Homeoffice sein. Okay. Ich hab einen Moment gebraucht. Das ist doch das. Und die prügeln sich jetzt immer, oder was? Die prügeln sich jetzt immer. Das ist jetzt ein Hobby. Und das ist jetzt hier der Fight Club. Und da suchen sie sich weitere Leute, die mitschlagen. Na, so nämlich. Kriegst ja doch was. Und was ist der Twist? Rat mal. Keine Ahnung, blaues Auge. Denk an die Brüste von Bob. Aber was ist der Twist vom Film? Rat mal jetzt. Der Twist vom Film? Das weiß ich überhaupt nicht. Irgendwas. Der ist beim FBI. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was soll denn da für einen Twist geben? Dreht sich dann so um so. Ich bin beim FBI. Oh mein Gott! FBI. Warum tut er sich das an? Na, vielleicht um wieder mal ein bisschen was zu spüren, ne? Ach, das ist so dumm, ey. Ich würde niemals sagen, yo, lass mal treffen und einfach prügeln. Aber das gibt's wirklich, Leute, die das machen. Verstehe ich nicht. Also jetzt kloppen die sich da im Keller und dann, was soll denn, wozu soll es denn jetzt noch führen? Der Film? Ja. Ja. Kriegen die Geld oder machen die es einfach nur just Nein, for fun? Das ist ja Eskapismus für die. Weil die ja alle scheinbar so ein langweiliges Yuppie-Leben führen. Und das ist, da spüren die zum ersten Mal Leben. Denkst du nicht auch manchmal, oh, hier jeden Tag im Hamsterrad, da schneide ich das Video, schneide ich den Porno Doch, und denk, so. Denk ich schon. Und dann willst du mal am Wochenende richtig ja, eskalieren? Ja, aber ich möchte ja nicht auf die Fresse kriegen. Ja. Ich möchte den Leuten auf die Fresse geben. Du gehst dann was. Party machen. So, ich gebe Party. Deine Form von Eskapismus. Das mag sein, ja. So. Fühlst du dich nicht ein bisschen verstanden von dem Film? Nee. Oh, ist ein Zahn? Oh. Ich dachte gerade, das sagst du wegen Brad Pitt. Oh, sowas kann ich gar nicht. Oh. Okay, guck genauso wie ich. Hä? Was macht die denn da jetzt? Hat die jetzt mit Tyler rumgemacht, oder was? Sieht so aus. Nicht nur rumgemacht, wahrscheinlich. Mein Nachbar, wenn ich FIFA spiele. Haut er auch immer gegen die Wand? Nee, der liegt dann da so und schreit. Was? Oh, ich glaube, ich hätte tatsächlich, wenn ich den zu Hause geguckt hätte, ich hätte abgeschaltet. Echt? Ja. Findest du nicht gut? Also, doch, ja. Krieg wahrscheinlich jetzt viele Hasskommentare, aber das hält mich jetzt überhaupt nicht so aufrecht. Ich finde den immer noch richtig stark irgendwie. Edward Norton ist auch so perfekt für diese Rolle. Habe ich auch gerade, habe ich genau gerade auch gedacht. Also, der passt da richtig gut rein. Das würde ich jetzt auch sagen, ja. So ein bisschen schlaksig. Sieht schon ein bisschen aus wie du, oder? Also, wenn ich einen anderen Biopic machen würde, würde ich, glaube ich, Edward Norton besetzen. Vielleicht. Warum nicht Brad Pitt? Zu alt. Nicht hübsch genug. Ich weiß nicht, wenn meine Nachbarn vögeln, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich mich freuen soll, aber es stört mich irgendwie. Also eigentlich ist es ja schön, aber wenn die vögeln, dann ist es irgendwie ein ungutes Gefühl. Kennt ihr das? Ich finde, also das ist das Einzige, wo ich denke so. Ah, die hört immer ganz zu, der holt sofort Glas raus. Nein, ich sag auch nichts, aber ich denke, manchmal schreit ihr so in den Innenhof rein. Und da denke ich irgendwie. Okay, das hatte ich noch nie, dass mein Nachbarn so. Ich meine, klar denke ich denn, oh, ist das schön, wenn die Spaß haben, aber warum muss ich denn damit teilhaben an deren Spaß? Die können ja auch. Weißt du, also, ich finde das ganz komisches Gefühl, denn wenn jemand nebenan runden. Was soll man machen? Ja, aber es ist schon komisch. Ja, aber die über mir, die sind, glaube ich, 80. Wie bei Your Mother? Aber da wird nicht gedudelt. Ah, okay. Da höre ich nur immer um 1 Uhr, dann machen sie Tagesschau und dieses Schwerhörig oder so. Ich glaube, am Ende wird André den Film doch mögen. Meinst du, wenn rauskommt, dass Tyler Durden vom FBI ist? Oder vielleicht durch den Versicherungsbetrug, vielleicht versuchen sie ihn da hochzunehmen, dass er ein Geständnis abgibt. Was wäre das für ein elaborierter Plan? Also wir faken ein ganzes Leben von zwei Personen, damit er dann immer zugibt, dass er... Das sieht doch bescheuert aus, das kann doch nicht geil gewesen sein. Das ist schlimm, wie das Hemd so cropped ist und man immer so sein... Ich habe mir gerade eben auch gedacht, die Hose ist wirklich ganz knapp über seiner Ritze. Ja. Das ist Lolo. Wobei, das kommt auch wieder. Alle bauchfrei. Ja. Also, Entschuldigung. Da ist doch einen halben Zentimeter weiter unten. Was machen Sie jetzt? Habe ich irgendwas Fett verpasst? Klauen. Was klauen Sie? Fett. Fett? Für die Seife. Ach so. Wilder Mustermix hier.
Warum ist denn da so ein Biohazard? Ja. Ich hab wieder Terrifier. Ich hab's kapiert, bitte. Die haben doch alle ein Problem, ehrlich, also. Die haben auf jeden Fall ein Problem. Kaufhäuser für 20 Dollar. Schon wieder, ich sehe doch seine Schamhaare. Das ist schon geil. Eiskalt, ey. Das ist echt krass. Und was denkst du, ist der Twist? Theorie? Ich hab wirklich gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Mal ins Blaue hinein. Nee, irgendwie hat sie wohl auch eine Bedeutung. Vielleicht wurde sie vom FBI auf ihn angesetzt. Hat nichts mit FBI zu tun. Nee. Okay. Ich bin sehr froh, dass der Film damals rauskam, weil ich mir denke, der würde heute rauskommen. Ich glaube, es würde nicht gut enden für diese Gesellschaft. Ja, vor allem würden die irgendwie so Mutproben machen auf TikTok und so. Mhm. Die Leute alle anrempeln. Ich glaube auch, dass halt... Vorsicht, meine Tasse! Auf mir! Der hat doch eine Meise. Au! Wie findest du den Film jetzt mittlerweile? Ich weiß nicht, wo er hinführt. Meinung geändert? Ich weiß nicht, wohin. Aber findest du nicht das gerade auch spannend? Wenn du das wüsstest, dann hättest du ihn ja wahrscheinlich schon gesehen. Ja. Ich glaube, die brauchen alle mal eine Gruppentherapie. Also das kann ja nicht normal sein. Das ist sein, ja deren Gruppentherapie. Körper einschlagen. Mala, moin. Was? Haben die jetzt mittlerweile gepimpert? Nee, wieso? Wie kommst du da drauf? Dann vielleicht. Ja, Sir. Er ist so ein Sektenanführer vielleicht, wäre da. Okay. So. Und, aber ein Twist, weiß ich auch nicht. Hättest du gedacht, dass der Film in so eine Richtung geht? Nee. Deine Titten sind so groß. Was dachtest du, was auf dich zukommt? Kampffilm? Ja, so wie Hooligans, dass sie so aufeinander losgehen. Hm. Die erpressen nachher die Regierung oder sowas. Weiß ich nicht, was könnte kommen. Der nimmt jetzt eine ganz komische Wendung irgendwie an. Hier. Jetzt? Ja. Ich glaube, ich muss mir auch mal so eine Lederjacke holen. Aber die sind teuer, so eine Dinge, ne? Bestimmt 5 Euro. Hm? Ja, die haben ja wirklich gar nichts mehr zu verlieren. So, jetzt ist Tyler weg. Ausgeteilert. Die sind alle nicht ganz dicht. Wie verdienen die denn Geld? Das brauchen Seife. Die ja nicht. Die Seife. Die sind nicht ganz dicht, ehrlich. Mr. Derby, Sie sind der Mann, dem ich das hier verdanke. Bitte bringen Sie Ihre Sitzlehnen in eine auf. Hä? Ist er Tyler? Nee. Gab's Tyler überhaupt? Wir haben Druckabfall in der Kabine. Was hast du da gesagt? Was ist denn mit... Was hat sie gesagt? Tyler Durden, du durchgeknallter Penner, was ist los? Hä? Da ist er doch. Also ist er jetzt Ballaballa oder was? Ja, weißt du's. Das ist doch Tyler. Guck mal, das ist doch geil. Oh, das ist ja hochgradig krank, ist der. Also haben die doch schon gevögelt. Mhm. Ich verwirrt. Ist aber krass, dass du das nicht mitbekommen hast. Also, weil selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, kennt man eigentlich diesen Plot-Twist. Ich hab dir die ganze Zeit gequatscht. Ich meine, generell in deinem Leben. Ja, ach so. Ja. Ach so. Das ist so ein bisschen wie Bruce Willis in Sixth Sense. Weiß ich nicht. Ich dachte, der ist tot. Wer ist der. Ja. Oh, okay. Wer ist der Vater von Luke Skywalker? Darth Vader. Ah. Ja, habe ich zwar nie wirklich geguckt, aber das kriegt man schon mit, ja. Und er versucht jetzt irgendwie rauszufinden, was Projekt Chaos ist, oder was? Mhm. Aber eigentlich möchte ich, dass jetzt was in die Luft fliegt. Gibt's einen Teil 2? Nee, ne? Oh Gott. Fight Club 2. Was würde da passieren? Ja, weiß nicht, wenn die ganzen Kreditinstitute weg sind, dass die halt die Macht so übernehmen. Krank. Wirklich. Also der ist ja doppelt krank. Jetzt sind wir wieder angekommen. Mhm. Also ist Tyler jetzt vom FBI? Hat er sich da durchgeballert, oder?
Den Song kenne ich auch. Ja. Wo er es mal meint, ne? Mhm. Man war schon wieder im Penis da. Wie? Das war's jetzt? Mhm. Und was sagst du? Was sagst du denn jetzt? Hast du den Twist kommen sehen? Nee, tatsächlich nicht. Wie fandst du den jetzt? Unerwartet. Ich glaube, dass Tyler den überlebt hat, oder? Das ist eine interessante Theorie. Hab ich noch nie so drüber nachgedacht. Weil eigentlich am Ende... Ist er weg, er verschwindet ja, der Tyler. Ja, aber vielleicht aber ist Tyler er... In ihm, ja. Der Tyler in ihm. Naja, weil er hat ja zum Ende nicht mehr gesagt, dass er irgendwie das, die Bomben irgendwie entschärfen möchte, sondern das war da irgendwie alles in Ordnung. Und als er hier seine... Ach, wie hieß die denn jetzt noch? Maler denn an der Hand hatte, dann hat er gesagt, hier, ich war ein bisschen komisch drauf, jetzt geht's weiter. Aber ich finde es krass, ich finde, dass der immer noch richtig was drauf hat. Der trifft auch so einen Nerv damit. Deswegen kommt der auch bei vielen so an, dass der halt, wie dieses Scarface-Prinzip, dass du so halt Tony Montana geil findest und eigentlich dann ja damit ignorierst, was am Ende mit ihm passiert. So. Das ist ja genau das gleiche bei Fight Club. Ja. Weil der halt so einen Nerv trifft, der bringt Sachen so auf den Punkt, die natürlich dann irgendwie als so Massenpsychose irgendwie in Love werden. Aber ich finde, der macht das schon echt genial und der hat halt so Stil dabei, das ist schon richtig krass. Das stimmt, ja. Nee, ich finde, es ist halt dadurch, dass viele Leute gerade so gewisse Zitate, das wird dir jetzt wahrscheinlich auch im Nachhinein auffallen, dass dir das immer irgendwo begegnet und irgend so ein neunmal kluger 15-Jähriger denkt, er spittet. Fang ja nicht an, wiederum zu dissen. Nein, aber das ist ja, das muss man ja auch mit sagen, dass das so ein bisschen das genommen hat. Deswegen, ich bin froh, dass ich jetzt nochmal gesehen habe und all diese Sachen im Kontext des Films wieder im Kopf habe. Inception habe ich auch noch nie geguckt. Achso, nee, ich habe den gesehen, aber... Oh, okay. Okay, Leute, deswegen schreibt mal, was ihr vor allem mit Andi noch guckt. Der hat jetzt 90% aller Filme nicht gesehen. Deswegen schreibt mal, wie euch das gefallen hat, wie, wenn wir mal das so machen, ohne Urteil auch und sowas, was wir noch für Filme gucken könnten, vor allem, was wir André mal zeigen können. Ich glaube, du hast auch noch nie richtig Star Wars und so gesehen eigentlich. Nee. Also da gibt es eine Menge raus. Aber immerhin weiß er, wer Darth Vader ist. Ja. Ja. Das ist der schwarze Typ mit der Maske. Das war die erste Watchparty ohne Urteil. Schreibt uns euer Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns bei den nächsten wieder, bei den nächsten Videos die kommenden Tage. Bis dahin. Guten Flug. Komplett verwirrt jetzt. Wirklich, also.